Haben Sie gewusst, dass Wikisana die größte Suchmaschine ist für ganzheitliche Medizin? Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format vom QS24 Wissenschaftsgremium. Heute habe ich wieder mal einen Professor da, der uns die Ehre macht, innerhalb des Gremiums aktiv zu sein. Er ist Wissenschaftshistoriker, Professor Dr. Harald Wallach ist heute da und wir möchten mal mit ihm darüber sprechen, wie die Datenvielfalt heute so aussehen in Bezug auf die Sinnhaftigkeit von medizinischen Interventionen. Nach dem Intro legen wir gleich los. Bleiben Sie dran. Ja, und da sind wir wieder und jetzt darf ich Ihnen meinen Gast auch zeigen. Da ist er, der Professor Dr. Harald Wallach. Schön, dass du da bist. Danke für die Ehre. Ja, grüezi wohl. Grüezi wohl, ja super, genau. Ja, dieses Thema ist eines deiner neuesten Aufgaben oder auch Arbeiten, die du gerade gemacht hast in einer größeren Gruppe. Und diese Sinnhaftigkeit von medizinischen Interventionen zu untersuchen, fand ich jetzt schon mutig. Und ich bin ganz gespannt, was da herausgekommen ist. Naja, Sinnhaftigkeit. Wir haben uns eigentlich dafür interessiert, ob die Interventionen, die so im Allgemeinen verwendet werden, ob die einen guten Datenbeleg haben, sag mal so. Und um das zu tun, sind wir in die sogenannte Cochrane Library gegangen. Die Cochrane Library ist eine Sammlung von sogenannten systematischen Reviews. Das hat eine gewisse Geschichte, dass vor ungefähr 30 Jahren Forscher gesagt haben, es gibt so viel Information da draußen in der Literatur und ein normaler Arzt kann das überhaupt nicht überblicken, weil der müsste sich die ganze Zeit hinhocken und recherchieren. Das müssten wir machen, wir müssen diese Literatur zusammenführen. Mhm. Und dieses Zusammenführen von wissenschaftlicher Literatur, also von Studienergebnissen zu bestimmten Themen, also wie wirkt Intervention A bei Krankheit XY, das macht die sogenannte Cochrane Collaboration. Das ist ein Zusammenschluss von freiwillig tätigen Wissenschaftlern, die arbeiten also umsonst, einfach um diese Literatur zusammenzuführen. Und es gibt seither eine sehr, sehr dezidierte Methodik, wie diese Zusammenführung zu passieren hat, also welche Studien aufgenommen werden, wie die extrahiert werden, wie diese Information zusammengefasst wird. Und diese Zusammenfassung von originaler Studienliteratur in der wissenschaftlichen Literatur in so einen systematischen Review, das passiert durch diese Cochrane Collaboration und wird in einer elektronischen Sammlung, der sogenannten Cochrane Library, zusammengeführt. Ja. Und das gibt's nun seit ungefähr 1992 oder so. Mhm. Und seither wächst diese Bibliothek an und wird immer auch wieder erneuert. Also wenn jetzt irgendwann mal vor Jahren irgendeine Gruppe die Wirksamkeit von einem bestimmten Medikament, sagen wir mal, zur Behandlung von Asthma untersucht hat und dann kommen 10 neue Studien raus, dann wird das wieder aktualisiert. So funktioniert diese Cochrane Library. Die kann man auch im Internet sich angucken. Jeder kann mindestens die Zusammenfassungen sehen und wer einen Bibliothekszugang hat, kann auch die ganzen Dokumente anschauen. Und wir haben uns nun gedacht, wir wollen schauen, wie viele von diesen Interventionen, die da in der Cochrane Library zusammengefasst sind, haben eigentlich einen wirklich guten Beleg. Ja, also wo kann man sagen, die wissenschaftliche Literatur kommt eindeutig zur Erkenntnis, das funktioniert und da haben wir einen guten Beleg. Das war unsere Fragestellung. Ja. Dazu kommt noch, dass so ungefähr um 2007 sich eine neue Art der Bewertung eingebürgert hat. Man nennt es das sogenannte Grade-System, also Englisch von gradieren, aber es ist eine Abkürzung, weil es darum geht, rauszukriegen, sind denn die Erfolgsmaße, die eine Studie verwendet hat, auch wirklich klinisch aussagekräftig. Also es ist nicht nur ein statistisch signifikantes Ergebnis, sondern es ist auch klinisch anwendungspraktisch aussagefähig. Ja. Und unsere Frage war nun, wenn wir auf die Reviews gucken, die dieses Grade-System verwendet haben, seit 2008 also, wie viele dieser Reviews kommen wirklich zum Ergebnis, dass ein klinisch aussagekräftiges, signifikantes und bedeutungsvolles Ergebniskriterium in einer Serie von Studien
signifikant war. Das war unsere Fragestellung. Mhm. Und es ist wichtig zu verstehen, es geht nicht um eine Studie, sondern es geht um Reviews, also Zusammenfassung von vielen Studien, von 3 bis 20 oder 50 oder so. Mhm. Ja. Und dann haben wir alle Cochrane Reviews, die seit 2008 publiziert wurden, in die große Datenbank gegeben und ein Drittel davon ausgewählt. Das waren ungefähr 2500 Stück. Und dann hatten wir ein paar Ausschluss- und Einschlusskriterien, weil wir natürlich keine Doppelten wollten und weil wir nur welche wollten, bei denen auch Vergleiche vorkamen und so weiter und so fort. Und dann waren es am Ende 1567 Reviews, die wir ausgewählt haben. Weil sie zufällig ausgewählt waren, waren aus dem ganzen Portfolio, lässt sich daraus auch eine Folgerung auf alle Reviews ziehen, mhm. weil es ja eine Zufallsauswahl ja, ja. Und weil die Cochrane Collaboration so vorgeht, dass sie vor allem die Sachen untersucht, die strittig sind, die wichtig sind, die viel angewandt werden, lässt sich dadurch auch ein gewisses Maß an Repräsentativität für die gesamte medizinische Interventionskultur ableiten. Nicht alles wird dort untersucht, weil das, was selbstverständlich funktioniert, wie zum Beispiel eine Schockbehandlung oder das Stilllegen von irgendeinem kaputten Fuß, das wird nicht untersucht, weil das eh selbstverständlich ist. Ja. Ja. Aber die meisten Sachen sind eben nicht selbstverständlich wirksam und die werden dort untersucht. Und nun haben wir also diese 1567 Reviews unter uns aufgeteilt, war eine große Gruppe von 10 Leuten, die da mitgemacht haben. Jeremy Herrick aus Oxford hat das koordiniert. Und jeder von uns hat dann irgendwie so zwischen 100, 120 Reviews durchgesehen und nach bestimmten Kriterien sortiert. Manche haben wir auch doppelt gemacht, um zu sehen, dass das wirklich gut eine gute methodische Qualität hat, unsere Extraktion. Und dann waren wir wirklich sehr erstaunt zu sehen, dass nur 5,6% von all diesen 1567 Interventionen, die da untersucht worden sind, ein wirklich solides, positives, klinisch bedeutsames Ergebnis für sich hatten. Bei mehr als 40% war es so, naja, vielleicht, ja, bei anderen wussten wir es nicht so genau. Und von denen, die Nebenwirkungen dokumentiert haben, haben 8,1% klare Hinweise auf Nebenwirkungen gehabt. Wenn man das jetzt also mal zusammenfassen würde, würde man sagen müssen, das Allermeiste, was da in der Medizin angewandt wird, und das ist nicht nur Medizin, das ist auch Diätetik, das ist auch Psychotherapie, das sind Verhaltensinterventionen, das sind Reha-Interventionen, das ist alles Mögliche, hat eigentlich keinen guten wissenschaftlichen Beleg. Und ich sage es nochmal, das sind nicht einzelne Studien, sondern es sind die Reviews von einzelnen Studien, also Zusammenfassungen von einzelnen Studien oder Meta-Analysen. Was eigentlich erschreckend ist. Ja, total erschreckend. Und das Interessante ist, niemand hat es aufgegriffen. Ich muss jetzt wissen. Aber da nochmals nachfassen. zwei, drei Fragen. Ein Arzt, orientiert er sich auf dieser Plattform? Weiß ich nicht. Gute Frage. Weiß wer noch wichtig? Also theoretisch könnte er sich, vielleicht sollte er sich auch informieren. Aber das Problem ist natürlich auch noch ein methodisch subtiles. Diese Zusammenfassung von Studien, die orientiert sich ja vor allem an randomisierten Studien, also an Studien, bei denen Zufallszuteilung der Fall war. Mhm. Und Ärzte haben natürlich sehr viele Informationsquellen. Das hat eine qualitative Untersuchung bei praktischen Ärzten in England vor vielen Jahren mal herausgefunden. Das war eine sehr, sehr interessante Untersuchung. Die zeigt eben, dass wissenschaftliche Literatur nur ein Teil des Informationskosmos ist, den ein Arzt zu sich nimmt. Und vieles ist einfach auch von Kollegen, was machst du denn bei Krankheit XY und hat das funktioniert und würdest du das empfehlen? Die gehen zu Weiterbildungen und lernen dort was. Also diese Studien sind nur ein Teil dessen, was Ärzte zur Kenntnis nehmen. Gut, jetzt gehen wir mal weiter. Ich brauche noch ein praktisches Beispiel. Ich meine, die Vielzahl von Studien, ja. Zusammenfassungen, da hat sie ja verschiedene Studien zu gewissen Krankheitsbildern, oder? Ja. Machen wir ein Beispiel. Wir können mal als konkretes Beispiel, das können wir mal verwenden, Antidepressionsbehandlung durch Antidepressiva. Sehr gut, okay. Ja. Gut, da habt ihr jetzt genau geschaut, da hat es eine Vielzahl von Studien. Mengenweise Studien, ja. Zusammenfassung von Studien, ja. Da habt ihr vielleicht
100 oder 50? Weiß nicht genau, wie viele, aber da gibt es sehr viele. Ich würde mal sagen, vermutlich 50, 60 oder gut. Sowas. Ne? Die habt ihr angeschaut, diese Studien, was die Studien sagen? Wir haben nicht die Studien angeschaut, sondern die Reviews über die Studien. Ja? Gut, die Zusammenfassung der Studien. Viel besser, gut. Mhm. Okay. Und da drin steht schon, dass es so wenig Wirksamkeit hat. Oder wie habt ihr denn den Vergleich gemacht zur Realität? Da ist kein Vergleich zur Realität, sondern wir schauen uns die wissenschaftliche Datenlage an. Und der springende Punkt ist ja, vielleicht ist die wissenschaftliche Datenlage sehr weit von der Realität entfernt. Ja, also es hat auch sozusagen noch einen subtilen methodischen Hintergrund, weil es ja seit einer langen Zeit auch eine Diskussion gibt, inwiefern diese wissenschaftliche Datenlage überhaupt für die Realität anwendbar ist. Ja, es kann ja sein, dass etwas funktioniert, dass dieses Funktionieren, das ist häufig in der Komplementärmedizin der Fall, dass dieses Funktionieren von den wissenschaftlichen Studien schwer abgebildet wird, weil diese Abbildung eben sehr künstlich ist. Und das ist genau das, was sich dann sozusagen runterdestilliert in solche systematischen Reviews. Die Abbildung mag ja die wissenschaftliche Literatur widerspiegeln, aber spiegelt die wissenschaftliche Literatur auch die Wirklichkeit wider? Das ist die Frage, ja. Mhm. Und deswegen kann es durchaus sein, dass wir so wenig Belege für Wirksamkeit finden, aber das nicht notwendigerweise die Wirklichkeit ist, sondern es ist der Spiegel dessen, was in der wissenschaftlichen Literatur zu finden ist. Aber bevor wir ja etwas schlucken, müssen wir sicher sein, dass wir eine Wirkung haben. Aber diese ganzen Studien jetzt auf Antidepressiva zeigen eine Zahl im Durchschnitt 5,6. Nein, nicht 5,6 Wirksamkeit von Antidepressiva oder so, oder was auch immer, sondern 5,6% aller Interventionen, die in dieser Cochrane Library zusammengefasst werden, haben einen sehr guten, klinisch bedeutsamen und statistisch signifikanten Nachweis von Wirksamkeit erbracht. Ob jetzt die Antidepressiva dabei sind, das weiß ich nicht genau, weil ich habe mir die einzelnen Interventionen nicht gemerkt, die besonders bedeutsam sind. Weil uns ging es ja sozusagen um so eine Vogelperspektive auf das Ganze. Ne? Und das ist eigentlich erstaunlich, dass so wenige Interventionen wirklich gut wissenschaftlich belegt sind. Aber jetzt nochmals für Otto, für mich als Nichtwissenschaftler. Ja. Heißt das, von 100 Leuten, die Antidepressiva nehmen würden, haben nur 5? Nein, ich stehe immer nicht noch am Schlauch. Ja, das heißt nicht, sondern das heißt, dass von allen Interventionen, die, sagen wir mal, in einem Spital oder in einer Allgemeinpraxis von Ärzten angewandt wird, nur 5,6% wirklich gute wissenschaftliche Belege haben. Das können Operationen sein, das können Reha-Maßnahmen sein. Ah, jetzt habe ich es. Das können Medikamente für irgendwelche Krankheiten sein, okay? Ja. Und welche das jetzt genau sind, weiß ich nicht, das habe ich mir nicht gemerkt. Ja, weil das sind eben dann irgendwie 100 oder so. Das müssen wir jetzt nochmal genau schauen. Aber das heißt, 95 von 100 Therapiemöglichkeiten, Behandlungsmöglichkeiten ist ein Versuch, wo auf einer sehr schwachen Datenlage hier das etwas heißt, zu erreichen. Das heißt, weißt du, ich finde das fürchterlich. Also fürchterlich. Aber ich habe so das schon mal gehört. Und zwar hat mir mal ein Arzt, ein Doktor mit Simon Feldhaus gesagt, wenn wir einem Patienten mehr als 3 Medikamente geben, haben wir keine Ahnung, was passiert. Wir haben nicht mal eine Ahnung, was passiert, wenn wir ihm ein Medikament geben. Das ist der springende Punkt, ja. Also man kann es auch umdrehen. Wenn ein Arzt insgesamt verschiedene Interventionen, sagen wir, 100 verschiedene Dinge ausprobiert bei irgendwelchen Patienten, weil er denkt, dass es wissenschaftlich belegt ist, ja schließlich auf dem Markt das Ding, dann sind wahrscheinlich nur bei 6% dieser Interventionen solche dabei, die wirklich eine gute Datenstütze haben. So rum wird ein Schuh draus. Nochmal anders ausgedrückt, wir überschätzen das, was in der Medizin passiert, an Wirksamkeit kolossal. Das ist aber eine Hirnwäsche gewesen. Naja, Hirnwäsche, ich würde mal sagen, das ist unserer Medikalisierungskultur geschuldet. Ja, also die klinische Pharmakologie hat ja seit der Entdeckung, sagen wir mal, von Antibiotika und von Morphin oder morphinähnlichen schmerzstillenden Substanzen enorme
Fortschritte gemacht, ja, im Sinne von viele Substanzen entwickelt. Und manche davon funktionieren wirklich super gut. Also ich würde nicht gern zum Zahnarzt gehen und mir einen Zahn ziehen lassen ohne eine Betäubung, weil das ist wirklich sehr, sehr gut belegt. Und solche Dinge, die gut belegt sind, die sind auch in der Cochrane Library gar nicht untersucht, weil das wissen wir eh, dass die funktionieren. Ja, die nehmen wir mal aus. Aber von all den anderen Sachen, wo man eben versucht, keine Ahnung was, Diabetes mit einem neuen Medikament zu behandeln, anstatt zum Beispiel mit einer wirklich guten Ernährungstherapie. Ich rede jetzt von Diabetes Typ 2, also von dem durchaus auch vermeidbaren Diabetes-Geschehen. Da wird eben viel rumprobiert. Und von dem vielen Rumprobieren, da ist eben wirklich weniges dabei, was gut funktioniert. Und das, was du jetzt als Gehirnwäsche bezeichnet hast, das ist eigentlich, ich würde mal sagen, so eine allgemeine Kultur, nämlich die Kultur zu glauben, alles, was in der Medizin entwickelt wird, ist gut und funktioniert. Stimmt eben nicht, ja. Weil zwar müssen diese Medikamente, wenn sie zugelassen werden, irgendeinen Wirksamkeitsnachweis erbringen. Das ist schon richtig. Ja? Also die müssen zum Beispiel zeigen, dass sie entweder besser sind als Placebo oder gleich gut als ein Standardmedikament. Wobei die Studien, die Gleichheit mit Standardmedikamenten belegen, eigentlich mittlerweile in der Mehrzahl sind bei Zulassungsfragen, weil es eben fast überall schon was gibt. Und dann stellt sich immer die Frage, ist denn der Standard, gegen den getestet wurde, jemals gut untersucht worden? Und das ist nicht immer der Fall, ne? Sodass wir eben viele neue Medikamente haben, die vermeintlich wirksam sind, aber nicht notwendigerweise wirklich wirksam sind. Und das ist genau das, was unsere Meta-Analyse oder unser Meta-Review abbildet, ja? Dass viele Medikamente und Interventionen auf dem Markt sind, die nicht wirklich gute Datenbasis haben. Aber unsere mediale Wirklichkeit, unsere Kultur der Medikalisierung geht davon aus, alles, was da verkauft wird und alles, was da angeboten wird, ist gut und funktioniert. Ist halt leider nicht so, ja. Wenn du beim Arzt bist und jetzt Medikationen kriegst, würdest du ihn darauf ansprechen, ob er die Datenlage dazu gut angeschaut hat, also ob jetzt das ein Experiment ist? Ich gehe nicht mit mir zum Arzt. Ich weiß, ich möchte aber gerne stellvertretend für unsere Zuschauer das ein bisschen transportieren. Was würdest du von deinem Arzt verlangen, bevor du das Medikament entgegennimmst? Ja, das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, das überfordert auch Ärzte, weil Ärzte in aller Regel nicht die Studienlage sichten können. Die haben nicht die Zeit dafür. Dafür war eigentlich die Cochrane Library gedacht, aber ich glaube, viele gucken sich auch das nicht an, weil wenn sie das machen würden, würden sie wahrscheinlich vieles einfach gar nicht verwenden. Was weiß ich, Antibiotika zur Behandlung von einem Infekt, bei dem nicht klar ist, dass es wirklich ein bakterieller ist. Theoretisch müsste jeder Arzt, bevor er ein Antibiotikum verschreibt, eigentlich erst ein Labor machen und schauen, ist das eine bakterielle Infektion? Das dauert wieder, da muss er die Leute einbestellen oder anrufen. Macht keiner, also gibt er die sozusagen prophylaktisch, denn es könnte ja sein, dass zu einer viralen Infektion eine bakterielle Superinfektion kommt, bei der dann vielleicht bei einem von 2000 Patienten eine Meningitis entsteht und das will man verhindern, also gibt man halt mal ein Antibiotikum. Ist nicht datengestützt, wird aber viel gemacht. Und solche Praxen gibt es sehr, sehr viele. Die kann man approximativ nachvollziehen, weil sich mittlerweile viele Ärzte einfach auch juristisch absichern wollen, ja. Weil sie sich an den Leitlinien orientieren, die mittlerweile auch zu juristischen Dokumenten geworden sind und die nicht unbedingt die Datenlage sorgfältig genug widerspiegeln, aus meiner Sicht. Sehr erschreckend. Du hast vorhin aber auch während unserer Gespräche eine andere Zahl genannt. Ich glaube, in Bezug auf Nebenwirkungen irgendwie 8,1. Ja, wie genau muss ich das verstehen? Naja, es ist so. Nicht alle von diesen Cochrane Reviews haben Studien vorliegen, bei denen die Nebenwirkungen gut dokumentiert sind. Also können Sie sie auch nicht zusammenfassen. Aber die Studien, bei denen Nebenwirkungen gut dokumentiert werden, die werden in den Cochrane Reviews auch zusammengefasst. Mhm. Und von denen, die das tun, haben 8,1% einen klaren Beleg für schädliche Nebenwirkungen. Nochmal anders ausgedrückt, wenn man die Balance betrachtet zwischen gut dokumentierter Wirksamkeit und gut dokumentierten Nebenwirkungen, so ist die eigentlich schlecht. Und es liegt eben daran, dass viele Medikamente in der Tat starke Nebenwirkungen haben, ja, oder vielleicht langfristige Nebenwirkungen, die man im Moment nicht in Kauf nimmt, weil man eben irgendein akutes Geschehen behandeln will. Mhm. Und ich glaube, diese
diese Zusammenwirkung und vor allem diese Balance, die wird sehr, sehr schlecht untersucht und die wird immer ausgeblendet. Man sagt, ah, wir haben ein neues wirksames Medikament gegen Rheuma. Ja, funktioniert vielleicht auch bei vielen Leuten, aber dass das möglicherweise bei jedem Hundertsten zu einer schweren Herzerkrankung oder sonst irgendwas führt, das wird ausgeblendet. Ja. Und so kommt diese Optik zustande. Das sind jetzt mehrere Menschen gewesen, die daran gearbeitet haben. Ja, wir waren eine Gruppe von knapp 12 Leuten oder so. Und habe viel Zeit investiert, das zu machen. Hat es jetzt daraus eine Studie gegeben, die veröffentlicht wird? Wie erfährt die ist publiziert, im Journal of Clinical Epidemiology haben wir die dieses Jahr publiziert oder 22. Und was ist passiert? Da müsste doch ein Aufschrei geben. Nix. Nix. Also wir haben es zunächst mal versucht, bei den wirklich großen medizinischen Journals zu publizieren, JAMA, Lancet, New England Journal of Medicine, die haben sie überhaupt nicht in den Review geschickt, weil sie gesagt haben, das ist zu wenig interessant für unsere Leser. Ja, logisch nicht. Will niemand wissen. Naja, diese Journals, diese großen Journals, die werden vor allem von der pharmazeutischen Industrie finanziert oder die leben davon, dass sie solche klinischen Trials von neuen Medikamenten publizieren und dann diese Publikationen als sogenannte Sonderdrucke, das sind also so kleine Extradrucke, die haben das Layout von dem Journal, das sieht man, da kommt ein Coverdeckel drauf, der wird dann an die Firmen verkauft, die nehmen die mit auf die Messen und auf die Konferenzen und verteilen sie an Ärzte und an Leute. Und dieses Drucken von Sonderdrucken ist für diese großen Journals, Lancet, JAMA, New England Journal, einer der Haupteinnahmenquellen. Die verdienen Millionen damit und deswegen wollen sie natürlich auch nicht, dass ihnen dieses Geschäft kaputt gemacht wird mit der Publikation eines Reviews, der sagt, es ist eigentlich Käse, was ihr da macht. Ja? Und deswegen interessiert sie sowas natürlich nicht. Das Journal of Clinical Epidemiology ist ein ziemlich gutes Methodenjournal. Die haben das auch ohne Probleme mit einem Review natürlich und auch mit ein paar Änderungswünschen publiziert. Aber es ist halt nicht in diesen sogenannten Tier-One-Journals, also in den weit herum wahrgenommenen Journals. Und deswegen hat es, glaube ich, auch niemand aufgegriffen und zur Kenntnis genommen. Ich frage mich, wenn man mit solchen Fakten kommt, in Bezug sich irgendwann auch mal die Haftung sich ändern müsste, wenn man nämlich irgendwann einen Fall hat vor Gericht und mit solchen Studien da entgegentritt, dann müsste irgendwo auch mal ein Kartenhaus neu aufgebaut werden. Ja, das könnte sein, dass das passiert. Ich bin da nicht sonderlich optimistisch, muss ich sagen. Eben weil die gesamte Kultur, in der wir leben, so medikalisiert ist und weil in allen Köpfen drin ist, tut mir was weh, nehme ich was, geht's mir gut. Das stimmt auch, aber dass das was mit der Substanz zu tun hat, das ist eben sehr sekundär, sondern es ist eben ein großes Konglomerat von dem, was man ein bisschen unschön Placebo-Effekt nennt, was ich eigentlich lieber Selbstheilungseffekt nennen würde. Das spielt eine sehr, sehr große Rolle. Wir haben gerade eine Meta-Analyse fertiggestellt, die wir gerade versuchen zu publizieren. Da sieht man wirklich, 3/4 des therapeutischen Effekts, völlig wurscht von was wir reden, wird von so einem Placebo-Effekt gesteuert. 3/4? Ja. Ungefähr, ja. Also grosso modo, das hängt natürlich von den Modalitäten ab, aber jetzt einfach mal so grosso modo. Und das bedeutet, die Leute sehen Erfolge, schreiben es diesen Medikamenten zu, aber es kommt nicht von den Medikamenten, sondern es kommt von dem gesamten Gebäude, das wir bauen, ja. Wenn wir uns jetzt mal kontrafaktisch in eine andere Wirklichkeit bewegen, sagen wir mal, wir gehen in den Amazonas, ja, in eine komplett andere Kultur, wo niemand was von klinischer Pharmakologie versteht, sondern wo es eben zum Teil potente Phytotherapeutika gibt von Pflanzen und zum Teil eben ritualisierten Zauber. Ja? Und wir haben irgendwas und dann gehen wir zum Schamanen und der sagt, ah, das ist doch klar, da ist irgendein böser Geist unterwegs, der peinigt dich und den vertreibe ich jetzt, machen komplett kompliziertes Ritual, tanzt und raucht und singt und schreit und macht irgendwas und gehe ich heim und mein Kopfweh ist weg, sagt er, ach super, der Schamane hat mir geholfen, ja. Klar. Und da gibt's viele anthropologische Belege, dass sowas funktioniert. Das liegt aber nicht daran, dass der den bösen Geist vertreibt, sondern dass die beiden in einem Kosmos leben, in dem gemeinsames Weltverständnis existiert, das beide teilen und was eben dazu führt, dass durch diese Interaktion irgendwelche Prozesse in dem betreffenden Menschen angeregt werden, die zu
einer inneren Heilung führen. Und so genauso ist es bei uns auch. Wir können unsere Medizin, wenn man so will, auch medizinanthropologisch betrachten. Und es ist einfach ein extrem elaboriertes Ritual, was wir da aufführen. Wir denken, wir hätten irgendwelche spezifischen Effekte gefunden, weil so und so viel 1000 Mäuse untersucht wurden, bei denen man gesehen hat, dass bei so und so viel 100.000 Zellen in irgendwelchen In-vitro-Petrischalen damit behandelt wurden, von denen man gesehen hat, dass sie sich teilen oder dieses oder jenes Interferon produzieren. Und das muss ja alles irgendwie funktionieren. Das stimmt auch minutiös. Ja, das sind kleine Effekte, stimmt auch. Aber der eigentliche Prozess der Heilung wird durch dieses Gesamtritual erzeugt und den Kosmos, in dem wir leben. Und insofern glaube ich nicht, dass wir das irgendwie rational verändern werden, weil wir eben an diese gesamte, ich würde mal sagen, an den gesamten Medizinkosmos glauben, ja. Wir alle, die ganze Kultur, in der wir aufwachsen. Klar. Das kleine Kind, das beim Husten einen Hustensaft kriegt und erlebt, naja, schmeckt ja gut, tut mir gut. Ja, das sind Konditionierungs- und Lernprozesse, die gehen durchs Leben und durch die ganze Kultur hindurch. Und deswegen bin ich persönlich relativ skeptisch, ob man mit solchen Einzelbefunden, so rational sie auch immer sein mögen, diese Kultur verändert, weil wir reden von einer veränderten Kultur. Ich habe noch zwei Fragen. Die eine ist das auch der Grund, warum sehr viele neue Medikamente mit anderen Medikamenten getestet wird und ja, gar nicht über das Placebo? Ja? Klar, weil das, also es hat zwei Gründe. Zum einen, eines ist ein ethisches Argument. Alle klinischen Studien am Menschen müssen durch Ethikkommissionen und die Ethikkommission stellt sich immer auf den Standpunkt, wenn es bereits eine bekannte wirksame Intervention gibt für Krankheit XY, dann ist es ethisch nicht zulässig, eine neue Intervention gegen Placebo zu testen, weil dann würde man dem Patienten in der Placebo-Gruppe ja eine wirksame Medikation vorenthalten. Mhm. Also wird es immer gegen den Standard getestet. Und was sehr, sehr häufig gemacht wird und was dann eben weder Ethikkommissionen noch Zulassungsbehörden immer merken, ist, dass der Standard dann ein bisschen leicht verändert wird. Ja, man gibt eine niedrigere Dosis oder man nimmt vielleicht irgendwas, was den Standard leicht reduziert, sodass das neue Medikament es leichter hat, diesen Standard zu erfüllen. Plus, was die wenigsten Menschen wissen, es ist auch nicht so, dass alle diese Studien positiv ausfallen. Aber jedes Medikament, das zugelassen werden will, muss mindestens eine, manchmal zwei, je nach Indikation und je nach Zulassungsbehörde, positive Befunde nachweisen. Wie viele negative Befunde da sind, also wie viele Studien nicht funktioniert haben oder keine Überlegenheit oder Gleichwertigkeit gezeigt haben, das ist egal. Also wenn ich ein pharmazeutischer Unternehmer bin, entwickle ein neues Medikament, dann mache ich 5 Studien, von denen ist vielleicht eine oder zwei positiv. Ich schicke das ganze Material zur Zulassungsbehörde in der Schweiz, Swissmedic, in Deutschland BfArM oder EMA oder FDA. Die guckt sich das an. Wenn eine oder zwei Studien positiv sind, gibt sie mir eine Zulassung und sagt, du darfst es in den Verkehr bringen, dann ist es wirksam. Und die anderen 3 Studien, die stopfe ich in die Schublade. Ja, und aus diesem sogenannten Publication Bias, also der Verzerrung der Publikationswirklichkeit, rührt das öffentliche Bild der Wirksamkeit, denn die Leute, die auf den Kongressen Vorträge halten über das neue Medikament, die sagen natürlich nicht, dass 2 Studien positiv sind und 3 negativ. Die sagen nur, wir haben 2 Studien, die 100% zeigen, dass es wirkt. Ja, ja. Ja. Und so entsteht das. Meine letzte Frage, die streiche ich. Ich wollte eher noch die Diskussion über Notzulassungen reden und fundamentale Wirkungsnachweise einer Notzulassung. Aber das machen wir mal ein anderes Thema in einer anderen Sendung. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei dir, lieber Bitte. Harald. War Gerne. Mega spannend, mega interessant und erschreckend zugleich. Ja. Danke auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich hoffe, wir konnten hier ein bisschen einen Spiegel zeigen, was Realität ist und wie wir eigentlich uns irgendwie so in die Selbstverständlichkeit hin eigentlich angewöhnt haben, diese Medikamente auch immer zu schlucken und uns gar nicht zu fragen, haben wir denn wirklich eine gute klinische Datenlage dahinter, dass dieses Medikament auch wirklich wirkt. Was soll ich sagen? Eigentlich sollte man unseren Ärzten viel mehr auf die Füße stehen und einfach nachfragen, ob er das nachgelesen hat und wirklich weiß, was er mir da macht. Nachfragen, ich denke, das ist sicherlich der richtige Moment oder eben auch mal hinterfragen, ob jetzt wirklich Medikamente immer der richtige Weg ist oder irgendeinen ergänzenden Alternativen oder einen
ursachenbezogenen Weg vielleicht der bessere Weg wäre. In diesem Sinne alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.